يا أيها الذين آمنوا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Und wahrlich, das Leben des Jenseits ist das wahre Leben. Wenn sie nur wissen würden, wenn sie es nur verstehen würden. Das wahre Leben ist Jenseits, das ist nicht das wahre Leben. Und deswegen auch dieser Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fi dunya ka annaka gharib. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, im Hadith sagte Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. Ja? Und dann hat er zu ihm diese Worte gesagt. Und deswegen sagen die Gelehrten, das ist eine schöne Art und Weise, die Aufmerksamkeit, ja, von einem zu nehmen. Das heißt, ich will dir was Gutes, etwas Besonderes sagen, etwas Besonderes mitteilen. Eine schöne Art und Weise, eine Milde. Denn das war seine Akhlaq. Weil viele von uns denken, was? Denken, guter Muslim, du musst hart sein. Und immer hart sein. Obwohl eigentlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war fast immer nur weich und mild. Fast immer. Außer natürlich im Zustand, wo man hart sein muss. Im Kriegszustand oder was dem ähnelt. Aber ansonsten ist nicht hart sein immer das Beste. Im Gegenteil. Allah Azza wa Jalla im Koran, Surat Al-Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Mit was für einer Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla bist du mit ihnen in Milde umgegangen, O Muhammad. Und wärst du zu ihnen grob und hart gewesen, so wären sie von dir weggerannt. Subhanallah. Ja, er hat seine Aufmerksamkeit gezogen auf eine gute und schöne und milde Art und Weise, so wie man aus Nasiha gibt. Nicht blamieren und bloßstellen und vor allen anderen, sondern eine Nasiha gegeben, ein nützliches Wissen mitgegeben, etwas sehr, sehr Nützliches mitgegeben für Dunya und Akhira, auf beste Art und Weise. Mit den schönsten Worten, mit dem schönsten Gesten. Und dann sagte er zu ihm, Kun fi dunya ka annaka gharib. Sei in dieser Welt, als wärst du ein Fremder. Als wärst du ein Fremder. Auch, zweite Möglichkeit, Abir Sabir, ein Reisender. In dieser Welt kannst du nur zwei Sachen sein. Entweder bist du ein Fremder oder ein Reisender. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es bedeutet, was macht ein Fremder? Ein Fremder ist irgendwo für eine bestimmte kurze Zeit eine Sache erledigen. Das ist der Zustand eines Fremden. Ja, du gehst von deiner Stadt, wo du lebst, gehst du nach Stuttgart, nach Holland, nach Afrika, irgendwo hin, eine Sache erledigen. Etwas kaufen, verkaufen, irgendetwas erledigen. Und dieser Zustand ist der Zustand eines Fremden. Das ist nicht dein Zuhause. Du bist nicht zu Hause. Du hast nur etwas zu erledigen. Das ist Nummer A. Nummer B, oder du bist ein Durchreisender. Auch Abir Sabil. Abir Sabil ist einer, der auf einer Durchreise ist. Zum Beispiel jemand, der ist auf einer Raststätte. Der Zustand in deiner Welt, hier, wo du gerade lebst, dein ganzes Leben sollte so sein. Du bist auf einer Raststätte. Was hast du zu erledigen? Kurz was zu erledigen. Tanken oder essen oder beten oder irgendwas zu erledigen und weiter geht's. Halas, ist vorbei. Und das sind deine 70 Jahre oder 50 oder 20 oder 100. Und was wollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit sagen? Er wollte sagen, wenn das dein Zustand ist, weil so sollte er zumindest sein. Du bist fremd, für eine kurze Zeit hast du was zu erledigen oder du bist ein Durchreisender. Das heißt, derjenige, der an einer Raststätte ist, der wird sich überlegen, ja, wo könnte ich jetzt hier ein Haus kaufen und sollte ich mir das zulegen und was soll ich hier einen Baum pflanzen oder sonst irgendwelche Sachen machen. Warum? Weil sein Zustand ist so. Seine Periode ist ein kurzer Moment. Und das sollte das Leben eines Muslims im ganzen Leben sein. Sei in dieser Dunya, als wärst du ein Fremder. Du hast nur kurz was zu erledigen. Aber im gleichen Augenblick heißt das nicht, dass du nicht deine Sachen erledigst, die wichtig sind. Heißt das nicht, dass du nicht arbeiten sollst, nicht heiraten sollst, nicht die Sachen machen sollst, die zum Leben wieder zugehören. Das heißt es nicht. Weil jemand, der auf einer Reise ist,
macht Vorkehrungen, Visum, packt seine Tasche, kauft Sachen ein für die Fahrt, seine Zahnbürste, sein, ja, er hat Vorkehrungen, er macht das, was wichtig ist. Aber er wird nicht, sein Zustand wird nicht so sein, als wäre er für immer dort. Und das ist leider der Zustand, den die meisten Menschen der Erdbevölkerung leben. Der Zustand, als wäre man hier für Ewigkeit. Und man plant für hier für die Ewigkeit. Und das darf einem Muslim nicht sein.